Guten Morgen, ich mache mir hier gerade mein Porridge. Hier ist der Rest. Und dachte, ich vlogge heute mal wieder so ein bisschen. Ihr hattet ein paar Sachen gefragt, die ich beantworten wollte. Und ein bisschen was wollte ich euch gerne zeigen. Und ich würde euch empfehlen, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben. Ich habe nämlich was ganz Cooles für euch. Ja, besonders lecker sieht es nicht aus, ne? Aber es schmeckt. Und es ist vegan. Und es ist gesund. So, ich bin immer noch nicht viel weiter. Ich bin auch immer noch nicht fertig geschminkt. Es wird wieder, also mein Zeitplan wird wieder top. Ich muss jetzt erstmal einen Kuchen backen, damit er noch abkühlt, bevor ich den dann brauche. Weil ein Freund von uns hat heute Geburtstag und ich mache jetzt so einen großen Blech-Apfelkuchen. Das mache ich jetzt flix, flux. Und dann male ich mir mein Gesicht an, endlich. So, der Kuchen ist im Ofen und ich habe jetzt spontan auch noch Blechmuffins dazu gemacht für die Kinder. Und wenn wir einmal in meiner Küche sind, habe ich diese Woche neu entdeckt, Jokorette Winterapfel. Und es schmeckt wirklich sehr lecker. Also wenn ihr das irgendwo mal seht, probiert es mal aus, ist echt sehr gut. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich so ein bisschen zeige, was die Kinder zu Weihnachten bekommen. Und ich dachte, ich mache das nicht in einem großen Video, es passt einfach nicht mehr zu meinem Kanal. Sondern werde das immer so peu à peu in die Vlogs packen. Und habe mir heute mal rausgesucht, die ganzen Bücher, die sie bekommen. Und die zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist ein Buch, das gibt es noch vor Weihnachten. Und zwar ist es ein Adventskalenderbuch, sowas mag ich immer sehr gerne. Mit 24 zauberhaften Geschichten mit Ausklappseiten. Ich finde das schon total schön gemacht. Und dann ist es halt immer so. Das ist halt die 1 und das klappt man dann halt so auf. Und das wird dann halt abends vorgelesen. Jeden Tag. Das finde ich ganz cool. Genau. Also das gibt es schon vor Weihnachten. Interessiert euch übrigens, ich habe mich nun doch dazu entschlossen, wieder Adventskalender selber zu befüllen. Interessiert euch da auch, was ich da so reinmache? Machen wir mal weiter mit einem Buch für jeden. Das hier ist für Svea von Astrid Lindgren, Hurra Pippi Langstrumpf aus dem Oetinger Verlag. Es ist noch ein Pappbuch, also noch, aber so klein ist sie ja nicht mehr, aber es ist ein Pappbuch. Und wir haben schon eine Pippi Langstrumpf-CD. Und das ist dann halt das Buch dazu. Fand ich super schön gemacht und ich finde Pippi Langstrumpf ist so ein wichtiges Buch, sind so lehrreiche Geschichten. Genau, das gibt es für Svea. Und für Vince habe ich das hier. Von Louise L. Hay. Ich bin, was ich denke. Die Kraft der Affirmationen für Kinder. Klingt jetzt ein bisschen hochgestochener, als es am Ende eigentlich ist. Ich kann euch ja das hier mal noch vorlesen. Deine Gedanken erschaffen dein Leben. Diese Botschaft... Nein, mein Akku ist voll. Oh mein Gott. Okay, ich muss erst eine kurze Pause machen. Natürlich war nicht mein Akku voll, sondern meine Speicherkarte. So jetzt aber. Deine Gedanken erschaffen dein Leben. Diese Botschaft vermittelt Louise Hay seit über 25 Jahren Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt können auch Kinder lernen, Kontrolle über ihre Gedanken und Worte und damit über ihr Leben zu erlangen. Auf den Seiten dieses Buches erfahren Kinder, was der Unterschied zwischen negativen Gedanken und positiven Affirmationen ist. Mithilfe lustiger Illustrationen und einfacher Texte wird ihnen erklärt, wie sie negative Gedanken und Worte durch positive ersetzen können. Diese Fähigkeit schenkt Kindern Glück und Selbstvertrauen und wird sie durch ihr ganzes Leben begleiten. Ich fand es halt so schön, dass du halt etwas auf den Weg mitbekommst. Ein wichtiges Thema, was den Kindern ihr Leben unglaublich erleichtern kann, anhand so eines Buches vereinfacht und kindgerecht den Kindern zu vermitteln. Deswegen, das fand ich halt richtig, richtig schön. Und das kriegt Vince. Und dann bekommt noch jeder ein Stickerbuch. Svea bekommt das Anzi-Bären-Stickerbuch im Bärenland. Und Vince bekommt mein erstes Stickerbuch, der Weihnachtsmann. Sowas mögen die einfach unglaublich gerne. Also das, was ihr hier seht und was ihr auch in den nächsten Vlogs dann sehen werdet, das sind die Geschenke zu Nikolaus, zu Weihnachten im Kindergarten, und zu Weihnachten dann hier bei mir zu Hause. Da teile ich das dann alles so natürlich ein bisschen auf. Heute ist mein Staubsaugerroboter endlich angekommen. You see him there. Das ist der. Und ich denke, ich werde nächstes Wochenende das Video dazu abdrehen. Ich meine, jetzt habe ich es geschafft, ne? Auf YouTube.
Ich habe einen Staubsaugerroboter zugeschickt bekommen. So, ich habe mich jetzt endlich ein bisschen geschminkt und werde mich jetzt auch schon auf den Weg machen. Ich muss noch mal schnell kurz was einkaufen. Also ich muss eine Klamotte holen. Die zeige ich euch nachher noch. Ich hoffe, die gibt's noch. Die hatte mir nämlich sehr gut in der Werbung gefallen. Und dann hole ich die Kinder und dann geht's ab zum Geburtstag. Den Kuchen habe ich schon gerade fertig eingepackt. Und dann werden wir den wundervollen Herbstnachmittag, sind glaube ich locker wieder 20, 25 Grad, heute draußen im Garten mit unseren Freunden verbringen bis abends. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Das wird wieder sehr, sehr toll. Die Kinder haben sich auch schon sehr darauf gefreut, als sie heute gehört haben, mit wem sie heute Nachmittag spielen dürfen. Und wir sehen uns dann nachher nochmal. So, ich lasse mir gerade Badewannenwasser einlaufen. Aber ich wollte euch ja noch zeigen, was ich mir vorhin gekauft habe. Und zwar ist das eine neue Yoga-Hose. Ich finde die super, super schön. Hier ist die nochmal so voll süß. Und hier auch finde ich voll, 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 voll schön. Freue ich mich schon drauf, wenn ich die dann gewaschen habe. Wenn ich die dann zum Yoga anziehen kann. Das ist hier so hier gemacht. Voll cool. Voll schön. So, ich habe ja gesagt, es empfiehlt sich, bis zum Ende dieses Vlogs dran zu bleiben. Ich habe nämlich was vorbereitet. Und zwar habe ich ein Kapitel meines Buches eingelesen. Und das könnt ihr euch jetzt kostenlos herunterladen, dieses Kapitel. Einfach nur, um es euch anzuhören, weil ihr meine Stimme mögt. Oder um mal reinzuhören, wie das Buch denn aufgebaut ist. Also wie so eine Entspannungsgeschichte eigentlich aussieht. Und das könnt ihr jetzt unten in der Infobox, da gibt es jetzt einen Dropbox-Link und dann könnt ihr euch das Kapitel jetzt einfach runterladen und mal anhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann in den Kommentaren schreibt, wie es euch denn so gefallen hat. Ich habe schon gesehen, dass einige das Buch schon gekauft haben. Also schickt mir da auch sehr, sehr gerne Fotos davon. Das ist mega aufregend, dann irgendwie so zu sehen. Und das ist ein super schönes Gefühl für mich. Und ich setze mir immer gerne so Ziele. Und ich habe in der ersten Woche, in der das Buch erschienen ist, auch wirklich mein Ziel erreicht, was ich in der Zeit gerne verkauft haben wollte. Das mache ich einfach immer so. Das ist für mich eigentlich, ja, ich mache das einfach immer so. Und da bin ich sehr, sehr stolz und ich danke euch da auch sehr für eure Unterstützung und euer Vertrauen. Und wie gesagt, für alle, die das Buch vielleicht noch nicht haben oder die sie jetzt mal reinhören wollen, wie dann später auch das Hörbuch wird, die können sich jetzt das Kapitel runterladen und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.